Ja, bei uns ist Dominik Schwager. Dominik, dieses Jahr im Team Dörr Motorsport mit dem Gitti Tire Lamborghini Super Trofeo Fahrzeug in der SB8 am Start. Dominik, was erwartest du von dem neuen Auto? Ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt meine ersten Kilometer auf dem Auto gefahren, auch nach der Winterpause, die erste Runde auf der Nordschleife. Es ist schön, mal wieder hier zu fahren, auch wenn das Wetter mal so eifeltypisch wieder ist. Aber es sind einige Fans da und was wir erwarten können, wir müssen jetzt mal sehen. Das ist reine Basisarbeit jetzt erstmal. Wir haben ja hier nicht nur einen Reifensponsor, sondern wir fahren ja auch die Gitti-Reifen. Und da müssen wir mal sehen, also wie das Wetter macht und die verschiedenen Reifen mal gegeneinander fahren, kann ich jetzt momentan noch gar nicht viel dazu sagen. Kannst du uns ein bisschen was über die Hintergründe des Projekts erzählen? Ja gut, es ging schon letztes Jahr im Sommer los. Da habe ich der Rainer Dörr angesprochen, ob ich nächstes Jahr vielleicht Lust habe auf so ein Projekt. Und ja, da sind wir immer in Kontakt geblieben und jetzt ist es halt dann Anfang des Jahres dazu gekommen. Und ja, bis zum 24er fahren wir das volle Programm und danach wird man sehen, ob die Einsätze noch planen oder nicht. Dominik Schwager, schön dich in einem echten Hingucker im Starterfeld wieder in der VLN zu sehen. Wir wünschen dir viel Erfolg. Alles Gute für die neue Saison. Danke. Viel Spaß. Man sieht